Jones? Leg nicht auf, mein Kind. Das läuft ja mit Inkognito, wenn du das Telefon Jones nimmst. Ich habe mein drittes Auge geöffnet und in die Tiefen der siebten Hölle geguckt. Die Geister der Illuminati haben mir verraten, wie es ablaufen wird mit Antonio Bonaparte. Sie sagten mir... Sie sagten mir, der Täter wird euch zum Versteck von Antonio Bonaparte führen. Ihr werdet ihn dort finden, zerschunden und abgemagert. Und wenn ihr ihn gefunden habt, wird er sich in eure Kreise einschleusen. Und wenn er sich in eure Kreise eingeschleust hat, wird er versuchen, euch von innen auszulöschen. Ihr könnt ihn nicht mehr vertrauen, mein Kind. Vertrau, Madame Pristovic. Die Geister des siebten Kreises der Hölle haben es mir gesagt. Was machen Vorhin hast du noch festgestellt, dass die Titten deine Waffen sind. Das war nur ein Zitat. Ich war selber sprachlos. Wann kriege ich eigentlich meine 50.000 Schmerzen? Dafür haben wir Frauen-Titten. Das sind unsere Waffen. Und sowas aus Ellas Mund. Nee. Also bei Maya schockt mich sowas jetzt lang nicht mehr. Ja, ist das Maya? Ja, aus Ella, dann werde ich doch jetzt. Ella kann mit ihren Bubis wahrscheinlich auch Bierdosen kaputt schlagen und Melonen kaputt machen. Alter! Was ein Spruch, Digga! Ja, die liegen halt mal so eine halbe Tonne, ne? Ella, auf welche Reichweite kannst du dich denn? Haben sie eine 50er? Nö, zwei! Sprint. Du hast einen Handmenschen? Nö, zwei! Und ich habe noch zwei Waffen in meinem Auto, die müssen auch in dein Auto. Ja, schnell. Okay, wir merken uns. Wenn Ella jemanden bedrohen will, erschießt sie uns. Oh, ich höre schon Sirenen! Beeil dich. Schmeiß sie einfach hinten rein. Es sind nur viele Waffen! 50.000 Dollar könnten meine Tränen trocknen. Warum hast du so viele Waffen? Ich habe so viele Waffen. Kann ich dir geben. Willst du 50.000 Dollar haben? Du bist auf keinen Fall der Heilige. Tja, Nick, aus, ich weiß, Nick, ich weiß nicht, wie du das noch wieder gut machen willst. Ich wüsste da was. Das. Ja. Oh Gott. Ja. Ah ja. Thorsten, Schnauze! Wir sind nicht im Dienst heute, jetzt kann ich's fahren. Nachher. Schönen Tag noch. Ja. Hallo. Ich telefoniere mal. Das ist unglücklich gelaufen. Warum? Sebastian Koch, ACLS. Da wurde ihm nur das Boot abgeschnitten. Das war eindeutig Karma. Ja. Blödheit wird sofort. Oh Gott. Oh mein Gott. Warum regnet es da nicht irgendwie Flügel oder irgendwas vom Himmel, was auf dich schlägt? Nee. Kami, da mal. Das ist mir doch scheißegal, dann hol doch Longo. Jetzt lass sie mal. Bah. Dieses Bah, 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 Bah. Alle sagen Bah, 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 Bah. Hör auf mich anzuspucken, Ella. Hör doch auf damit. Ich hab immer nur Bah, Bah, Bah. Wenn du mich noch einmal anspuckst, ne? Bah. Holy, sag da mal was. Spuck mich an. Ohne Witz, das ist eine Entschuldigung. Ja, das ist bah, so ein Chihuahua, der irgendwie versucht zu bellen. Was hattet ihr denn vor? War es heute? Ja, Pyjama-Party. Heute ist Pyjama-Party. Die findet auch noch statt. Wo echt war's? Jetzt? Ja, natürlich. Wann? Darf ich da hingehen? Hä, du? Heute? Ja, deine Jungs haben das nicht zu sagen. Das ist die Bezahlung. Das ist der Gefallen, den ich dir angeboten habe, ha? Achso, nee. Moment. Willst du mich nicht? Doch, ich will dich. Aber ich krieg dich auch so. So war das jetzt nicht hören. Gemeint. So war das nicht gemeint. Nicht so hoch an mein Ohr. Wird gleich rot. Also war das echt nicht gemeint. Hallo, ihr interpretiert das immer falsch. Das hast du bestimmt auch schon mal mit deiner Ex-Freundin gemacht. Oh, jetzt hat... Was ich da gemacht habe, das ist ganz egal. Maya! Ella!
ich tune gerade mein Auto. Frust kaufen. Frust kaufen? Warum? Ich sagte, ich hatte lange keinen Orgasmus mehr, aber wenn du diesen Wagen siehst, ja. Dann bin ich am Höhepunkt, wo ich schon lange nicht mehr war. Kommst du zum Tune, ja? Ich muss dir auch ganz viel erzählen. Okay, Ella, das wollte ich schon immer mal wissen. Guck's dir an. Ja, du, überleg mal, auch, wie lange ich getrennt bin mit Lu. Also, meinst du, in den letzten 4 Wochen ging das? Wie lange du getrennt bist? Lass mich mal gerade überlegen. Ja, aber überleg mal, wie lange wir nicht mal miteinander geredet haben. Ja, genau. Ist 4 Wochen her. So, wenn er vorne steht. Privet. Nix verstehen. Wir nix verstehen. Ihr macht nur Wischi-Wischi. Wir machen nur Wischi-Wischi. Das ist M. Ich bin M, wir sind M und M. Mims. Scheiße. Ja, hier fühle ich mich sicher. Verstehe ich gar nicht. Ihre Warum M nicht? Weiß auf jeden Fall mit Basketballschläger umzugehen. Ja, aber der wir haben einen Kerl in die Luft geschlagen. Mhm. Wer hat gerade von euch geschossen? Ich. Nee, von den Ladies. Ella. Hä? Du hast auch gerade geschossen. die hat eine Fuß. Ich einfach nur. YOLO! Soll ich hier, geh mal weg, Dennis, Alter. Die hat sogar eine 50er mit erweitertem Magazin dabei, Mann. So, noch womit sie mich auch letztens angeschossen hat. Oh, Dennis! Ich blick bei euch nicht mehr durch. Also, jetzt mal ernst, meine Frage, wenn jetzt ein Kind auf die Welt kommt. Ja. Bei der Grove Street. Halten sie dann auch so hoch wie bei König der Löwen? Über den Tankstelle. Über die Grove Tankstelle? Ja. Simba, du bist geboren. Hat er noch was, oder nicht? Also, dann möchte ich aber eingeladen werden. Ich auch, ich komme aber mit Videokamera. Richtig, mit dem Camcorder. Warte mal, warte mal kurz, das ist eine ganz komische Familie. Moment, also, du bist mein Bruder. Also, du bist, ich bin dein Bruder, ja. Du bist gleichzeitig meine Mutter. Nein, nicht deine, nee. Du bist meine Mutter. So, ich bin ihre Mutter, du bist mein Bruder. Das heißt, ich bin als ihr Onkel mit, nee, Alter, bah. Was für Onkel, achso doch. Hey, doch klar, Onkel. Ja? Ach, Schiff. Scheiße, oh Gott. Oh, auch ihr habt manchmal Geheimnisse, verstehst du? Auch ich kann nicht immer irgendwo mit hin. Ich wollte jedes Geheimnis erzählen. 25 Zentimeter. Was, 25 Zentimeter? Dachte, du wolltest ein Geheimnis wissen. Oh Gott, Dabbeldi! Oh mein Gott! Na, wie sagte Rossi, ich steck so tief drin, dass ich halt nicht mal rauskomme. Na, kommt er jetzt nicht mehr wieder? Komm, fahr mal zur Goldschmelze. Ich fühle mich immer komisch, wenn das passiert. Tschüss. Okay, danke schon. Adios. Adios. Oh, dann nimmt ja wirklich alles. Den anderen Lady oder den Herr vielleicht auch noch ein kleines Spiel. Nee. Okay, hau rein. Echt nicht? Ja, Ey! Warte, ich mach auf. Ja, danke. Nee, bevor ihr ab einsteigt. Drei Hubschen. Der Schlitz ist nicht so einfach zu finden, weißt du? Hat man schon mal ein paar Probleme. Der Schlitz ist nicht so gut zu finden. Ich wollte jetzt nicht wissen. Oh, nee. Psst. Hundewelpen. Hundewelpen. Nein. Ich hab ihn weiß gefunden, aber...
Wie sieht's aus mit deinem Ast, Ella? Mein Ast, der ist ein bisschen abgeknickt. Ella guckt gerade Sterne, Derek. Ich guck Sterne, ja. Willst du mir einen runterholen, Ella? Ich würde ja einen runterholen, aber ich sehe keine. Nicht so schlimm. Ist nicht zu erkennen, da kann ich nichts runterholen. So, Knospi, Oma Ella hat den Spinnkoffer dabei und zeig dir das Problem. Was ist los, Knospi? Fragen, ja. Okay. Er hat Stumpfine geleckt. Stell einfach keine Fragen. Wie viel Geld hast du? Ja, nach dem neuen Auto und nach dem Tuning nicht mehr allzu viel. Wie viel Geld hast du? 5.000. 5.000! Bleib stehen, du Pisser! Sag doch sowas nicht! Doch, du hast es langsam verdient! Ich warte seit 6 Wochen darauf! Seit 6 Wochen! Ein Scheiß warst du! Ein Scheiß warst du! Red nicht, du hast ein neues Auto, das hast du getuned! Denkst du mal an mich? Brauche ich vielleicht auch ein Auto? Ja, weil ich nicht mehr mit Louis zusammen bin? Weil ich auf mich allein gestellt bin? Hä? Denkst du darüber mal nach? Und du kaufst dir ein neues Auto? Du kaufst dir ein scheiß neues Auto? Denkst du überhaupt mal an deine Oma? Nein, die ist scheißegal, wie es ihr geht. Die ist scheißegal! Round 2. Fight! Ich nutze den Heimvorteil aus, du guckst nicht hin. Zack. Aua! Bist du bescheuert? Aua! Hör auf! Butter! Komm mal her! Ha! Und zack! Und zack! Du Scheiß! Hier, das Runde, aber das ist ganz schön weit am Schlüpperbund. Was ist das? Ja, warte mal. Sag mal. Kann das nicht so genau identifizieren? Kannst du mal gucken? Interessant. Ella, kriegst du dich da unten? Hallo. Ja, ich muss doch gucken. Ja, du kannst einfach ein bisschen weiter weg. Kannst du mal die Hose ein bisschen noch runterziehen? Ich will das komplett sehen. Alle deine Finger da weg. Ja, aber ich muss es doch ziehen. Jetzt zieh dich nicht so. Ella. Okay. Ja, sorry. Aber wenn ich mir was stechen lassen möchte, ich wissen, was das genau ist. Deswegen muss ich mich bei mir genau inspizieren. Geh mal auf alle vier und siehst dann aus wie eine Kuh. Mach mal bitte. Boah. Oh. Also jetzt aber, Ella, ganz ehrlich. Alter. Jawohl! Wuhuhu! Ja. Wollte ich nicht. Aua! Ja. Aua! Oh, tut mir leid. Aua! Tut mir leid. Wo seid ihr denn? Ich bin's nicht geübt. Ich kann nicht mehr. Ja, merke ich. Tut mir leid, Marius, dass du wegen mir einstecken musstest. Ich hab meine Kriegsmaske gestern übrigens gekauft. Aber jetzt sieht mal... Wie sieht die aus? Wie du. Au! Was ist los mit dir? Es reicht irgendwann. Aber wäre es nicht sinnvoller, die vielleicht doch, also zumindest teilweise draußen zu lassen? Weil... Krass. Und hier sieht man auch echt alles, hey, oder? Oh, fuck! Ich habe es damals Louis schon gesagt, dass ich niemals im Ansatz was gegen sie als Person habe. Karma!
Nein! Ciao. Du kannst dich schlagen. Wen darf ich schlagen? Nee, umgekehrt. Warum sollte man... Emma? Hab ich Emma gesagt? Ja, gib ihr zwei. Gib ihr direkt zwei. Hab ich Emma gesagt? Es tut mir leid. Bitte schlag mich. Du es! Hast du wirklich gerade bitte schlag mich gesagt? Ja, schlag mich. Okay. Dreht euch um! Dreht euch um! Habt euch umgedreht? Ja, haben sich alle umgedreht? Ob sich alle umgedreht? Ja. Soll ich umdrehen? Okay, Jungs, ihr sollt euch alle umdrehen. Ja, so ist okay. Okay, Ella, kannst kommen. Hauptsache, ich sehe sie das erste Mal in dieser Verfassung. So. Warum? Warum haben sie überhaupt sich gedacht, Mensch, jetzt gehe ich mit meiner Freundin mal in eine Bar und sauf mich voll wie ein Loch? Ich hatte einfach Bock. Ella, komm Richtung Tankstelle. Entschuldigung. Adam, ich verstehe überhaupt nicht, warum sie so lachen. Ella, sei ruhig. Sagen du bist sie. Jetzt ruhig. Ah, da ist sie doch. Stark. Bitte. Ella. Sagen sie. Polieren sie manchmal ihre Glatze? Ja. Ja? Ja. Oh, Moment. Nicht dein Ernst. Sie sind Frau. Die Dame, Sie sind Frau. Ich sitze hier und mache nichts und schwitze. Mhm. Der ist am Arsch, Schwitzmann. Ella hat also Arschwasser, ja? Ja, Jeanshosen sind nicht so gut bei Hitze. Oh, wow. Gesprungen wie ein kleines Hündchen. Hat sich sogar widersprochen im Urteil. Eindeutig. Der hat sich einfach nicht getraut, durchzusetzen. Beide Richter nicht. Das waren zwei Richter. Es waren zwei Richter. Der eine ist auch relativ neu. Und der andere... Und wie kann denn ein gerade frisch ausgebildeter Richter einen auszubildenden Richter überhaupt überwachen? Das geht gar nicht. Das hätte der oberste Richter machen müssen. Ja, und der saß lieber am Publikum. Wenn wir in Revision gehen, es waren alle mit dran beteiligt und haben den Fall zugehört. Das funktioniert gar nicht. Ja, ja. Ja, so ist das. Aha. Und, ja, das ist... Oh. Erzähl weiter, Schatzu. Ei! Es war Aussage gegen Aussage. Er hat selbst gesagt, es gibt keine Beweise für diesen Unfall. Es gab keinen Kfz-Gutachten. Und dann macht er Unfallflucht. Ja, Unfallflucht. So, unterlassene Hilfeleistung. Die haben selber unterlassene Hilfeleistung gemacht, ja. Die haben noch nicht mal die Polizei gerufen oder den Mediziner vor Ort. Shit. Nee, die haben lieber sind so noch zum Pier gefahren und haben da auf die Medizinerin gewartet. Hm. Oh, fuck. Fickt euch. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ach, Ella. Ella, was hast du?